So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Ghosts. Wir befinden uns hier in einer Mission, wie sich's für eine Kampagne auch gehört. Und wir starten gleich weiter durch. Jetzt kommt die letzte Patrouille auf uns zu und wir schauen mal, was wir mit der machen. Ach du Scheiße, geil. Linke Maus um die Sprengsätze zu zünden. Krasse Scheiße. Das ist ja mal genial. Wir befinden uns wieder in der Antarktis. Alter, das sind schon wieder so krass viele. Kommt her. Also mit Pistole ist halt auch total geil. Fahrt, nehmen wir die Fahrt mal mit. Die habe ich bei MW3 so brutal gefeiert, die Waffe. Also das ist halt schon ein brutaler Knochenjob. Oh fuck, ich hab euch voll übersehen, sorry. So cool ist die Waffe nicht. Boah, ist die blöde Bison. Febre. Nehmen wir die mal mit. Mal schauen, wie die so abgeht. Alter, die hat ja eine Feuerrate, das ist ja nicht mehr schön. Alter, wo... Ach du Scheiße, den habe ich jetzt übersehen. Okay, das war jetzt total schlecht. Jo, ich bin da. Genau, schmeißt ihn. Sprengschnur, wer kümmert sich darum? Okay, Zündung. Krieg, wir sind drin. Gegenüber die Ostseite. Verstanden. Druckregulatoren sind da vorne.
Bewegung. Alles klar. Los. Die Ecken sichern. Ziel! Vorsicht! Gang gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört haben. Freilich hätte ich jemand gehört. Was gibt's hier? Schrotflinte, ich nehme aber die lieber. Eine Ladung an diese Tür, Leute. Tür ist hin! Blendgranate! Voll der Fail. Tausend Leute hier schon wieder drin. Alter. Sicher. Das war knapp. Hier geht's zu den Druckregulatoren. Yeah. Kennt ihr die Waffe noch? Da-da-dam. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Okay. Also gut, dann nach oben. Alles klar. Erst auf mein Befehl feuern. Ich schieß nicht, bevor du irgendwie Feuer sagst, oder? Warte noch. Ich muss mich jetzt hier erstmal konzentrieren. Und ist ja noch nicht genug explodiert. Helfen wir halt wegen nach noch. So, ich marschiere jetzt erstmal da hoch. Genau. Ich würde natürlich auf Nahkampf auch immer meinen Raketenwerfer auspacken, weil du nicht ganz sauber bist. Alles klar, ich bin voll dabei. Sieht gut aus. Dreh mich immer zu schnell. Jetzt nehmen wir mal die größere, die Remington. Die Remmerlärme. Unauffällig. Zum Kommandozentrum geht's hier durch. Und die sind tot. Alter, in der Geschwindigkeit, der vergaß man ja hier drin. Der erschießt einfach jeden. Ich check hier gar nichts. Das wird schon richtig sein, was ich hier mache, oder? Merrick, wir sind auf Position, bereit für Ziele. Verstanden! Beschützt uns einfach! Kommandozentrum voraus, los! Ja. Darf ich schießen? Alles klar, Chefe.
Irgendwie muss ich doch schon wieder alles machen, ne? Boah. Es sind ja brutal viele unterwegs schon wieder. Ich bin alles cool. Ich bin Deutsch, eigentlich. Mal kurz ein bisschen geleckt. Boah, jetzt sterbe ich. Ja. Alter, das ist ein wenig arg krass hier schon wieder alles. Boah, was geht denn jetzt hier ab? Voll die FPS-Drops plötzlich. Ich muss auch so oft nachladen, ey. Keegan, Balkon gesichert. Ihr könnt loslegen. Wo ist denn hier noch jemand? Genau, lege ich erstmal den ganzen Schuppen hier auseinander. Ich habe fast keinen Schuss mehr. Ich um den Wasserdruck? Ich weiß nicht mal, was Wasserdruck ist. Consolero, Errungenschaft. Boah, also die Mission, die geht ordentlich auf die Grafikkarte. Oh, fuck! Lauf, lauf! Hoha! Krass! Und da geht sie dahin! Scheiße! Hat! Atlas fällt! Die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. So hatte ich das geplant. Neutralisieren Sie das Kampfschiff der Aegis. Klasse. 50 Meter. Die Tiefe, Atlantischer Ozean. Scarecrow startet die
Der Fischmörder. Was halten die bitte aus? Die Abstoßstelle ist 5 Kilometer entfernt. Boah! Gott, bin ich jetzt erschrocken! Geil! Die Abstandsstelle ist 5 Kilometer entfernt. Also ich glaube, den schieße ich nicht mehr an. Alter, was sind das für Grafik-Bugs? Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Krass. Greift der Hai mich einfach mal an? Sie nutzen Sonar. Ruhig. Ich hör's. Bleib am Boden. Die Pflanzen sollten unsere Signatur verschleiern. Sollten. Du sagst es. Sollten. Sekunde. Bootpatrouille. Wir haben nur Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Okay. Weiter geht's, aber schön unten bleiben. In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer 2 oder 3 Treffer. Feuerfreigabe. Gut gemacht. Voll die Oldschool-Waffe. Drücken Sie Leertaste zum Steigen. Soll ich da rein, oder was? Bin ich doch. Ha. Entschuldigung, Leute. Dann folgen wir dem jetzt mal ganz unauffällig. Was machen die da? Was bergen die? Das war knapp. Spiel gespeichert, sehr gut. Das gefällt mir immer. Scheiße, sie sind überall. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie bergen Teile des Schiffs was. In den Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklearteile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle 4. Ich zähle 3. Wo sind da 4? Ach, da. Warum muss ich 3 machen und du einen? Alles klar, Spiel gespeichert. Am besten sollten wir uns so ein Tauchboot holen. Dann kommen wir bestimmt relativ zügig vorwärts. Nur so als Vermutung. Ah, die Mission, die kam noch in dem Trailer. Sie scheinen zu haben, was sie wollen. So eine gute Position zum Flankieren. Feuerfreigabe. Ja, weil du wieder nicht schießt.
Boah, komm. Entschuldigung. Okay, hol dir deinen Sauerstoff. Wir gehen unten durch die Höhle. Hey, cool. Jetzt sind Ballons explodieren lassen. Wohin muss ich? Da. Kegen, ich bin da. Was, Tiefenmesser? Ich hab das doch alles gar nicht. Du erfindest da immer Sachen. Ich weiß gar nicht, wie der auf solche Sachen immer kommt. Tiefenmesser, Sauerstoffanzeige überprüfen. Das hab ich alles doch gar nicht. So brutal diese Unterwasser-Schneidbrenner. Aha. Ich glaube, da sollte ich. Boah. Blinkt's jetzt da auch schon oder so? Du bist der Chef, ich folge dir einfach. Ja, du bist lustig, ich kann mich kaum noch bewegen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich denke, ich muss jetzt mal hier hin treffen. Oh, Scheiße. David und Goliath. Liege Maus. Bleib bei mir. Holen wir dich da raus. Alles okay. Ich hab's schon nicht leicht, oder? Heli. Alter, wie kann denn der so verdammt schnell schwimmen? Ich komme hier nicht mal ansatzweise hinterher. Yeah.
Du kannst da auch nicht einfach direkt auf den zielen. Du musst da auch ein wenig daneben. Je nachdem, wo er hin geht, in welche Richtung. Warum bin ich jetzt gestorben? Ja. Komm, geh drauf, endlich. Also der macht nichts. Ich habe wieder den größten Teil der Leute da getötet. Du schwimmst nur jetzt hin, jetzt sag was dazu mir, red mit mir. Schade, habe ich jetzt die auch wieder getötet. Aim saved. Ich bin schon wieder viel zu langsam. Bum, 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 bum. Ja, ich hab Zeit, oder? Hoffe ich auch mal. Mich haben sie schon einmal gegessen. Sekunde. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen nacheinander rein. Ich gehe vor. Bleib hier und gib mir Deckung. Du Scheiße. Ich hab so drauf. Okay, jetzt du. Denk dran. Langsam und auf Abstand bleiben. Versuche ihre Bewegung vorauszuahmen. Beeilung, sie kommt zurück. Los jetzt. Glück gehabt. Ei. Scheiß Bomben, musst du abschmeißen. Ja, mach ich, Meister. Durch die Luke, los. Als wenn ihr sich da noch auskennen würde, da unter Wasser. Thank you.
462, nähern uns Sammelpunkt Echo. Alles bereit für Phase 2. Verstanden, 62. Schön von euch zu hören. Wem sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklar. Haben grünes Licht für Phase 2. Verstanden. 62 Ende. Die tiefe Errungenschaft. Und bei allem hing Rock über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört, eine ganze Flotte weggelockt, einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rock? Hier? Vor uns? Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei, herauszufinden, was es war. Endstation, 27. Juni, 22.17 Uhr, nördlich von Rio de Janeiro, Föderationsgebiet. Bevor die jetzt wieder das Quasseln anfangen, übernehme ich nochmal kurz das Mikro. Wir beenden den Part. Ich danke euch recht, recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und bis dann. Ciao.